Herzlich willkommen zur 46. Folge 27 mit der Benefix. Und da wird es immer noch mehr. Du wolltest doch eigentlich den Industriespawn nur dodgen, gib's doch wenigstens zu. Eigentlich schon. Aber irgendwie ist noch nichts gekommen, aber du meinst ja eh jetzt gleich. Na, ich glaube April hatte ich gesagt gehabt. Korrekt. So, wie sieht es bei dir aus? 1200, ja, schon wieder ein Zug fast voll. Das Problem ist, du bist 9,1 Millionen, ich 7,3 Millionen im Minus. Also eine Industrie kann ich jetzt auch gerne gut und gerne drauf verzichten eigentlich. Du 576. Ja, eigentlich schon. Ich sag mal, wenn so 5, 6 Jahre könnte es ruhig noch dauern. Das heißt, man müsste es dann wirklich so machen, wenn was ich Kohlewerkwerk und Kohlekraftwerk spawnen. Dann packe ich da einfach, was weiß ich, wenn du das Werkwerk kriegst, nimmst du einfach einen Zug mit einem Anhänger, lässt ihn erstmal 2 Jahre so fahren. Dann habe ich 5,7 Milliarden Kohle da drin liegen, ja. Richtig, und dann haust du da 30 Züge drauf und dann hast du mal in einem Monat 50 Millionen. Und dann hofft man im besten Fall, dass noch ein zweites Kraftwerk spawnt, dass das auch gemacht werden kann sozusagen, dass da wenigstens noch Kohle gefordert wird so ungefähr. Ja. Und wenn es richtig schlecht läuft, haben wir gleich 17 Kraftwerke und 3 Bergwerke so ungefähr. Ja. Also, aber ja, wie gesagt, bei dir fängt es jetzt echt gut an. Also die Richtung stimmt jetzt auf jeden Fall bei dir. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, was ich jetzt bei den Routen, wo ich 2 Züge drauf habe, beim Übergabebahnhof reinpacke an Prozenten. Weil 100% kann ich definitiv nicht machen. 50% ist aber fast zu niedrig, oder? 70 oder 75 würde ich machen. Das Problem ist, du kannst aber auch nicht einstellen, dass er nur 50 oder 75 mitnehmen soll. Wenn der gleiche andere Zug gleich direkt hinterherkommt, so ungefähr. Ich meine, der... Kannst du schon. Ja, könnte man viel bestimmt, aber man sollte, das eine andere Sache, ne? So, guck mal, du hast jetzt unten bei dir einen Zug wieder voll stehen. Richtig. Ich hoffe, das gleiche habe ich, jetzt hier oben auch. Gleich, wenn der jetzt hier auslädt. Firmenvermögen nahezu verbraucht. Ah ja. Ich hatte gerade kurzzeitig Angst, dass er jetzt kommt spawnen, ne? Jetzt können wir übrigens 160er Gleise bauen, ne? Ja, das macht aber keinen Sinn aktuell. Traurigerweise. Also langsam kannst du dann auch einfach spawnen, damit wir es hinter uns haben. Das Problem ist, wenn es eins spawnt, dann spawnen gleich 28 hintereinander. Ich weiß. Und dann bist du bei 50 Millionen. Nur? Wobei wir diesmal den Vorteil haben, wir müssen vermutlich nicht unendlich Gleise legen, weil wir einen relativ festen Plan vermutlich haben, von dem wir es aufbauen werden. Ja.
Können wir bitte als Signalton, wenn irgendwas spawnt, deinen Klingelton nehmen? Das ist wenigstens so, dass man auf den Bildschirm guckt. Ich frage mich zwar, warum ich jedes Mal auf meinen Bildschirm gucke, weil ich langsam wissen sollte, dass es eigentlich dein Signalton ist, aber das ist egal, ne? Mann, Mann, Mann. Traurigerweise ist Kiel bisher die einzige Stadt, die es noch nicht geschafft hat, einen der anderen Linienstränge anzugreifen, ne? Und das ist die erste Stadt, die ich gesetzt hatte. Das Schöne ist, dadurch, dass so viele Züge von mir jetzt da drinnen stehen im Bahnhof, gibt es aktuell nur drei Bahnhöfe, die über Passagiere im Zustandsbahnhof haben. Ne? Das ist Kiel, Neumünster und deiner. Gut, meiner, da sollte dann irgendwann, ich hoffe, diesen Monat noch hinzukommen. 12 Tagen, ja, diesen Monat kommt da noch einer auf jeden Fall. Oh, hier oben steht man bei mir ein Postzug. So ungewöhnlich. Das ist echt ungewöhnlich. Millionen. Wofür gibst du denn jetzt noch Geld aus? Immer noch Züge? Traurigerweise ja. Passt also immer noch nicht bei dir.
Es wird halt mehr mit zwei Zügen. Also muss ich jetzt zwangsläufig einen dritten Zug draufpacken. Aber es sollte sich jetzt mal langsam in den Einnahmen widerspiegeln. Felix Gaming überweist Opa Zockt 5 Millionen. Das ist auch nett. Schön. Ich liebe es. Willkommen zurück, Felix Garming. Wenn ich 8 Millionen im Jahr verliere. Dann. Denke mal, nächstes Jahr will ich auch 8 Millionen verlieren. Aufgrund von Kohlwaggons und sowas. Ich glaube, das werden nicht nur 8 Millionen sein. Doch, das werden erstmal nur 8 Millionen sein. Du hast also noch Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. Ja. Anfängerfehler. Kiste wird mal höher, ey. Ist auch schön. Aber Kiel sieht auch mittlerweile echt übel aus bei dir unten. Hast du jetzt auch einen großen Zug umgestellt? Nö, das liegt aber hauptsächlich daran, dass die Züge halt jetzt sich beladen in Kiel, weil irgendwie alles nicht passt wie soll. Beide? Nö, der andere ist aber auf dem Rückweg gerade nach Kiel. Glaube ich. Oder auf dem Hinweg dahin, nach keine Ahnung, wo der fährt. Da ich einen Zug in 11 Tagen ankommt im Hauptbahnhof, also im Zustandsbahnhof, würde ich behaupten, das ist mein Personenzug. Ach, da kommt jetzt ein Personenzug von dir, das ist ja toll. Aber ich glaube, der ist nicht voll. Oh, toll, der ist voll. Das heißt, nach Kiel wird wahrscheinlich über 2000 Leute da stehen haben. Davon geht es auszugehen, ja. Ich habe ja aber 1600 irgendwas Kapazität drauf, also. Ja. 2200 fast. Beziehungsweise sind sogar 2600, aber ja. Immerhin bewegen sich dadurch die anderen Personenzüge mal raus, ne? Was sind das welche? Schleswig und Flensburg. Ja, Schleswig ist fast voll. Die haben 75% oder mehr. Ja, Schleswig hat 75%.
Definitiv, jetzt ist meine Musik schon wieder aus. Anzeige wollte ich nicht, Sound. So, mit ein bisschen Glück sollte jetzt mein Postzug da auch losfahren. Das tut er auch. Das war alles zu gleich los. Aber, nichts mehr warm. Aber alles gleichzeitig. Naja. Gut, ich hatte damit keine Probleme, weil die wird jetzt da ein bisschen eng. Ach, warum? Okay, dann steht halt mal kein Zug mehr da rum. Auch gut. Ja, und das wird das ganze 6 Tage sogar. Ja, dann müsste einer gleich von mir ankommen, ne? Oh ne, was? Der braucht noch 12 Tage? Bis dahin? Okay. Von mir kommen 3 vorher an. Schön wäre es, wenn dahinter vielleicht noch die Linie stehen würde. Ach, wozu? Überraschung und so. Kannst ja auch Bahnhöfe trennen, einen für Personen und einen für Post und so. Genau. Das machen wir. Ich warte mal, ich brauche mal ganz viel Eisbier. Zumindest wenn du von deinem Bahnhof da hinten kommst, kannst du es trennen. Fährst du mit so einem kleinen Pipizug einmal hin und her oder so ein Bus immer so ein Feld weiter und da ist der nächste Bahnhof. Traurigerweise habe ich das sogar zeitweise mal überlegt, ob man sowas macht. Einfach nur, um Sachen zu trennen. Mülltrennung oder wie man das nennen will. Oder was war das? Ja. Einziger Vorteil in diesem Zustandsbahnhof ist natürlich, es kommen keine Sachen dazu, die du nicht reinfährst. So, ne? Das heißt, es kommt frühestens auch wieder in 4 Tagen irgendwo irgendwas dazu. Wobei das, glaube ich, ein Personenzug sein wird, also wird da eher gleichbleibend bleiben alles. Weil der Zug ja voll ist. Ja, aber das ist das Problem, was ich meine. Wenn ich auf beiden Seiten 100% habe, wird sich die Zahl, die da drin ist, nicht verändern in dem Bahnhof. Das heißt, wir werden eigentlich immer das gleiche da drin haben im Normalfall, oder nicht? Richtig, aber ich feiere. Und was fahre ich denn mit 100? So, meinst du, Mai kommt jetzt dein Spawn oder wann kommt der? Es könnte sein, dass er jetzt spawnt. Das kann jetzt eigentlich jederzeit kommen. Du sagst einfach jeden Monat, er kommt und dann kommt er nicht, dann bist du glücklich, dass er nicht gekommen ist, weil du es vorausgesagt hast, ne? Weil Hannover ist da in der Richtung, also eigentlich sind alle steht jetzt in der Spawn-Richtung. Also das heißt, jede Stadt könnte jetzt theoretisch spawnen. Pass auf, gleich, puff, Mai, puff, 8, ne, 12 Industrien. 15 Märkte, 37 Kohlekraftwerke und ein Kohlebergwerk. Das wäre schon leicht witzig. So, der Killerzug war da und fährt wieder. So, jetzt kommt einer nach Neumünster. Der müsste auch rein und direkt wieder raus. Alter, aber auch schon wieder 827 Leute noch mehr. Ne? Richtig.
Hallo, da sind Schienenfahrzeuge. Kannst du mal reagieren? Ich gucke schon. Der fährt 150 und ist deutlich stärker als den, den wir jetzt haben. Aber er ist halt immer noch das Problem mit Post, ne? Also der ist jetzt auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt aktuell haben, aber auch dafür das Zehnfache teurer. Der könnte 1280 mitnehmen. Also doch weniger. Ja, ansonsten will er nur mit 95 fahren, wenn man mit den auf 1408 setzt. Oh Mann, aber ist er trotzdem deutlich stärker. Ja. Weil er das Dreifache an Speedthrust hat. Richtig. Heißt mehr Geld pro Passagier und heißt aber auch schneller transportiert. Macht aber halt im Moment. Solange Postdinger nicht da sind und wir die Schiene noch nicht ausgebaut haben, macht es keinen Sinn, ja. Das Einzige, was man jetzt versuchen könnte, um die ganze Geschichte so auszutendern, dass man sagt, okay, man holt jetzt einen von den Zug auf die Übergabe-Dingslinie hin und schmeißt dann die anderen beiden Züge runter. Das würde bei mir vielleicht Sinn machen, weil die Postzüge ja so selten fahren. Ja. Oh, 30.000 Betriebsgänge minus. Toll. Oh, Hannover Starship habe ich tatsächlich sogar gleich die Post abgebaut. Oh. Yippie, dann kann der Zug gleich dann weiterfahren auf die Hilfs- und das Gitterlinie. Und da habe ich jetzt 2.500 Säcke Post liegen. Zum Geier hast du 2.500 Säcke Post. So viel sind nicht mal in dem Bahnhof, im Sammelbahnhof bei mir auf der Seite. Wie? Ich fahre schon zu allen meinen Städten mit 2 550er Postzügen. Und daran noch das Gitter wird wahrscheinlich gleich der dritte hinkommen. Wobei ich mich ehrlich gesagt in manchen Haltestellen bei mir auch frage, wieso das so aussieht, wie es aussieht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also bleibt mir wohl leider nichts anderes übrig. Post, wie ist das getan? Starten. So, fahren jetzt sogar schon. Ah ne, nach Unengelsen-Söde fährt einer drauf. Nach Hannover fahren zwei drauf und nach Hildesheim fahren jetzt drei drauf. Wir machen tatsächlich 35.000 Gewinn pro Monat. So, du fährst wohin? Du bist Hannover-Saarstedt. Der Falsche. Du fährst Hildesheim, das geht dann. Wieder 500.000 weg. Mann! Ganz, ganz tragisch. Hör doch einfach mal auf, da Züge drauf zu kaufen. Mann! Das sagst du jetzt gerade zu dir, ne? Ja. 13,5 Euro minus. Bei meinem aktuellen Betriebsgewinn wären das nur 6 Jahre.
Okay, Felix, wir machen jetzt einfach eine 2-Stunden-Folge. Ich bin dann gleich wieder da. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Meinst du nicht? Nicht wirklich. Mann, ey. Allerdings sind wir am Ende der Folge angekommen. Tschüss. Tschüss.